Ein Offizier und ein Pfarrer kamen zu uns und sagten, Sergei Motz ist der erste deutsche Soldat seit dem Zweiten Weltkrieg, der in einem Feuergefecht ums Leben kommt. Also mich hat das schon sehr persönlich berührt, muss ich Ihnen sagen. Das war eigentlich so, es waren die schwersten Stunden in diesem Amt. Und Sie stehen dann einer Mutter gegenüber. Also das lässt einem nicht unberührt. Und es ist so, dass ein Soldat auch schwört, im Zweifel auch sein Leben dafür einzusetzen. Es gibt keine Berufsgruppe, die eine solche Herausforderung hat. Sergejs Eltern waren dagegen, als sich ihr Sohn freiwillig gemeldet hat für den Einsatz in Afghanistan. Ich habe gesagt, Sergej, das ist kein Kindergarten, das ist Krieg. Nein, Papa, das ist kein Krieg. Bei uns, das ist alle Offiziere gesagt, dass es überall fahren in Patrouille und Friedmission. Friedmission. Sergej, das ist Krieg. Patrouille fahren, das ist kein Krieg. Viktor Motz weiß, wovon er redet. Auch er hat schon in Afghanistan gekämpft. Damals, 30 Jahre vor seinem Sohn, als Fallschirmjäger für die sowjetische Armee. Wir russischen Soldaten haben wohl etwas Besonderes in uns, eine flammende Seele. Wir sind bereit, alles zu geben, buchstäblich alles, bis auf den letzten Blutstropfen. Und so habe ich meinen Sohn auch erzogen. Wenn gekämpft wird, dann bis zum Äußersten. Trauer und Verzweiflung der Eltern. Viktor Motz fühlt sich noch immer schuldig, weil er seinen Sohn nicht aufgehalten hat. Der deutsche Afghanistan-Einsatz ist nicht der erste in der Geschichte. Bis heute streng geheim ist die sogenannte Operation Sommerregen. Hermann Schmidt speaking. 1981 schickt die Regierung Schmidt Bundeswehrsoldaten und Agenten des BND an den Hindukusch, wo die sowjetische Invasionsarmee gegen afghanische Aufständische kämpft. Die sind zwar schon damals überwiegend Islamisten, werden aber heimlich vom Westen unterstützt. Deutsche Elitesoldaten und Agenten haben einen brisanten Auftrag. Sie sollen mitten im Kalten Krieg modernstes sowjetisches Kriegsmaterial erbeuten. Die Operation Sommerregen gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen der Bundesrepublik. Zum ersten Mal überhaupt brechen jetzt Beteiligte ihr Schweigen. Die Operation Sommerregen war eine der geheimsten Operationen, die der BND jemals durchgeführt hat. Das war eine Operation mit ungeheurem Risiko, denn sie fand mitten im Kalten Krieg statt, direkt an der Frontlinie in Afghanistan, wo die Sowjets gegen die Mudschahedin kämpften. Aber damals bot sich eben die einmalige Gelegenheit, der 40. Sowjetarmee, die in Afghanistan ihr Unwesen trieb, Waffen abzunehmen. Und diese Waffen konnten wir dann testen. Es sind kleine Trupps von 2 Mann, die mit den aufständischen Afghanen losziehen. Sie haben eine Wunschliste des BND im Gepäck. Waffen, Elektronik und Munition. Kriegstechnik, über die der Westen gern mehr wissen will. Es gab damals für uns die Möglichkeit, über Pakistan nach Afghanistan zu gelangen und dort dann die Wunschliste in Anführungsstrichen abzuarbeiten. Es war natürlich so, dass man mit den einheimischen Kräften vor Ort, mit den Mudschahedin, zusammengearbeitet und auch zusammen gelebt hat. Und es war als vertrauensbildende Maßnahme erforderlich, dass man teilweise mit denen bestimmte Handlungen vorgenommen hat. Und dabei kam es dann sicherlich auch dazu, dass man Kontakt zu Truppen der Roten Armee hatte. Ein hochgefährliches Spiel mit unabsehbaren Folgen. Doch wie weit ging die Operation Sommerregen wirklich? Haben Deutsche damals auf sowjetische Soldaten geschossen?
Heiße Gefechte in der letzten Hochphase des Kalten Krieges. Im Klartext heißt das sicherlich, dass es dazu kommen musste, weil man sonst von den Mudschahedin nicht als gleichwertiger Partner wahrgenommen würde. Deshalb hat man damals ja auch so großen Wert darauf gelegt, dass derjenige, der dort vor Ort war, nicht als Soldat der Bundeswehr erkannt werden konnte. Es gab natürlich keine Ausrüstungsgegenstände, die von der Bundeswehr stammten. Und es war klar, dass eine Gefangennahme letztendlich unbedingt vermieden werden sollte. Wie man das macht, das war jedem selbst überlassen. Aber nach einer bestimmten Zeit in entsprechenden Verhören ist jeder an einem Punkt angelangt, an dem er die Wahrheit sagt. Das sind dann Methoden, die man lieber nicht über sich ergehen lassen möchte. Und um sich das zu ersparen, konnte man entweder dafür sorgen, dass man von der Gegenseite ausgeschaltet wurde, oder man nimmt einen Suizid vor. Doch so weit ist es nicht gekommen. Die Operation Sommerregen verläuft wohl ohne deutsche Verluste und bringt wertvolle Erkenntnisse über die Technik des Warschauer Pakts. Heute, mehr als 20 Jahre danach, ist die geheime Allianz von deutschen und afghanischen Glaubenskriegern längst aufgekündigt. Die Partner von einst sind jetzt erbitterte Gegner. Der Kampf allerdings wird mit denselben tödlichen Mitteln geführt wie damals.